Liebe Brüder und Schwestern, Gott ist Schöpfer des Himmels und der Erde. Ihm verdanken wir alles, was wir haben und sind. So feiern wir heute diesen Erntedanksonntag und danken unserem Vater im Himmel, dass er uns so überreich beschenkt mit seinen Gaben. Ja, alles hat Gott gut gemacht. Er möchte, dass wir glücklich sind auf dieser Erde. Ja, er hat diese Erde wie ein Paradies geschaffen. Ja, ein wunderbarer Garten ist dieser kleine Planet im Universum, einmalig, wunderbar, voller Wunderwerke, wohin man schaut. Ja, auch wir sollen dankbar sein. Und wir haben es gehört in der Lesung und wieder im Evangelium, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Es ist sein Werk. Und wenn man dann an die Gender-Ideologie denkt, merkt man, dass das ein Unsinn ist, diese Theorie, dass es viele Geschlechter gibt. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und er hat auch die Ehe gestiftet. Ja, eine Ehe zwischen Mann und Frau, das ist eine wahre Ehe, eine christliche Ehe. Alle anderen Formen, die so propagiert werden, sind nicht im Sinne Gottes. Ja, ein Fleisch werden sie, sagt Jesus. Eins werden sie, Mann und Frau, in der Ehe. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und Jesus sagt, nur weil ihr so hartherzig seid, hat euch Mose dieses Gebot, diese Erlaubnis gegeben, dieser Ehescheidung. Aber am Anfang der Schöpfung war es nicht so gedacht von unserem Schöpfer. Ja, die Ehe soll Abbild sein der unermesslichen Liebe Gottes, der Liebe zwischen Vater und Sohn und Heiligem Geist, ja, ein Spiegel für den einen dreifaltigen Gott und auch ein Abbild für die Liebe zu Christus und seiner Kirche. Ja, da, wo Liebe ist, da ist Einheit. Wo Lieblosigkeit herrscht, da geschieht Trennung. Nur die Liebe kann uns wirklich verbinden, diese göttliche Liebe, die Mann und Frau verbinden soll. Deswegen muss wirklich immer wieder alles auf die Liebe ausgerichtet sein, unser ganzes Leben. Vielleicht denken wir, wir haben das schon so oft, hunderte, vielleicht sogar tausende Male gehört, dass die Liebe das Wichtigste ist, aber dennoch, man muss es immer wieder neu sagen, sich in Erinnerung rufen, weil wir so leicht darauf vergessen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Weil wir oft so egoistisch sind, so lieblos, so hartherzig. Ja, bitten wir den Herrn, dass er uns ein neues Herz schenkt, dass er alles hinwegnimmt, was diese Liebe Gottes in uns klein macht, was sie vielleicht sogar auslöscht. Möge der Herr uns neu seinen Geist schenken, uns mit seinem Geist erfüllen, mit Freude und Dankbarkeit, dass er uns so überreich beschenkt mit seiner Schöpfung, dass er uns das Leben gegeben hat, die Ehe gestiftet hat. Ja, Jesus, er ist unser Retter, unser Erlöser. Er befreit uns von allen Sünden, von aller Schuld. Und heute feiern wir ja auch das Rosenkranzfest, das heute natürlich überhöht wird vom Sonntag. Wir denken an die Gottesmutter Maria, die frei war von jedem Makel der Erbschuld, von jeder Sünde. In ihr war die unermessliche Liebe Gottes immer frei, wirksam. Sie hat nie irgendwie ein Hindernis da in den Weg gelegt. Durch sie konnte die Gnade Gottes strömen, der Geist Gottes fließen. Ja, möge Maria uns auch heute Fürsprecherin sein. Ja, bitten wir sie um ihre Fürbitte, gerade durch das Rosenkranzgebet.
Ich lade Sie ein, dass Sie gerade jetzt im Oktober wieder zum Rosenkranz greifen und vertrauensvoll dieses Gebet beten, das so viel Gnaden schenkt, so viel Gnaden erwirkt von Gott durch die Fürsprache Mariens. Sie ist die Königin der Liebe, sie ist die Mutter der Einheit. Gerade dann, wenn so Streitereien sind, wenn Uneinigkeit da ist, wenn man spürt, man ist verletzt worden und hat andere verletzt durch unbedachte Worte oder oft auch unbewusst, wenn man merkt, ja, es gibt so viele Zwiespältigkeiten im eigenen Herzen, aber auch in der eigenen Familie, vielleicht unter den Eheleuten. Maria bittet für uns, dass dieser Geist Gottes Heilung schenkt, dort, wo Verletzungen sind, dass man Kraft findet zum Verzeihen und auch die Gnade selbst der Verzeihung zu erlangen, weil wir alle letztlich arme Sünder sind, fehlerhafte, unvollkommene Menschen. So müssen wir immer wieder neu zum Herrn kommen. Nur er kann uns Heil schenken. Er ist unser Heiland, Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn der Jungfrau Maria. Wir haben in dieser Woche auch den heiligen Franz von Assisi gefeiert. Möge er uns auch Helfer und Fürsprecher sein, unser Ordensgründer, der so tief mit Christus verbunden war, dem der Herr seine Wundmale eingeprägt hat. Es sind Wunden der Liebe, aus Liebe zu Gott. Ja, möge der Herr uns auch seine Wunden einprägen, damit wir auf ihn schauen, auf sein Beispiel, der uns diese unermessliche Liebe Gottes offenbart, der uns immer wieder neu erfüllt mit seinem Geist, mit seiner Freude und mit Dankbarkeit. So können wir durch unser Leben Zeugnis geben von Jesus, dem Herrn. Ja, wir können Zeugen sein für die frohe Botschaft vom Reich Gottes, Zeugen für das Evangelium Jesu. Amen.